sind hier mit den bayerischen Meisterinnen und Meistern von 2017. Froni, die ersten Worte. Du hast dir sehr gewünscht, mit Schmidt-Wagner eine Sektdusche zu machen. Aber mit den zwei Jungs ist genauso toll, ne? Ja, also wir haben gerade festgestellt, wir sind die Ausland-Crew. Wir haben zu viert das Turnier in Rüsselsheim damals gespielt. Und also den zwei ist genauso viel zu sehr zu gönnen wie Schmidt-Wagner, natürlich. Vor allem dem Lenny hier als Jungspund, ja, 19 Jahre. Nein. Zum ersten Mal bayerischer Meister wie wir, natürlich. Ja. Lenny, wie war das als Jungspund gegen die Lokalmatradoren hier Schmidt-Wagner zu spielen? Auch alle sind gegen euch, aber dir war es egal? Ja, mir war es egal. Wir haben einfach ein gutes Spiel gezeigt. Die Gegner zwar auch, aber wir waren richtig motiviert. Und es hat einfach alles geklappt bei uns. Hat einfach Spaß gemacht vor dem Publikum. Wollte es unbedingt. Unbedingt wollte ich. Harry, sag du was dazu. Du hast auch nach dem ersten Satz hast gedacht, du drehst nochmal richtig auf, um dann bayerischer Meister zu werden. Natürlich, also wie gesagt, ich war da schon mal bayerischer Meister. Aber auch beim zweiten Mal ist es geil, mindestens genauso geil wie beim ersten Mal. Und ich gönn's den dreien einfach beim ersten Mal zu sein. Die sind jetzt auch in der Elite der bayerischen Meister angekommen. Und Chapeau euch allen. Letzte Frage an. Überlegst du dir manchmal nicht so hart zu hauen und den Punkt nicht zu machen, um dein Gehör nicht zu verlieren, wenn Froni dann schreit vor Freude? Auf keinen Fall, umso lauter, umso besser. Dann nochmal Glückwunsch euch allen und feiert schön. Thank you.